Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass Viktor Skripnik der bestmögliche Trainer für Werder Bremen ist, sodass wir uns dann auch mit der Geschäftsführung zusammen entschieden haben, mit Viktor auch in der Konstellation mit dem Trainerteam weiterzuarbeiten. Die Erwartung an Viktor ist natürlich, dass er sich in allererster Linie um die Weiterentwicklung der Mannschaft, der einzelnen Spieler bemühen muss, dass wir dort einmal professionell werden, dass wir natürlich rein auf das Sportliche bezogen auch uns verbessern müssen. Ich denke, dass wir da in der Rückrunde auf einem sehr, sehr guten Wege waren. Dort 23 Punkte geholt, ein Tor weniger als die Bayern geschossen, in der ganz, ganz schwierigen Phase auch einen sehr ordentlichen Fußball gespielt hat. Das ist natürlich noch nicht das, wo wir hinwollen, alle gemeinsam. Aber es geht dann eben auch um Strukturen. Ich glaube, das war eben auch ein Grund, den wir in der Analyse eben festgestellt haben, dass wir in der Vorrunde, ich beziehe mich jetzt schon mal mit ein, die eine oder andere Entscheidung vielleicht getroffen haben, die nicht optimal war, die eben nicht das optimale Umfeld für den Trainer, für die Mannschaft gegeben hat, haben. Ne? Und das sind so Sachen wie die Größe des Kaders, der Wechsel zwischen den einzelnen Mannschaften, U23, Profimannschaft, da war eine sehr, sehr große Unruhe da. Das betrifft dann auch, auch Personalentscheidungen, das betrifft taktisches System. Das hat man in der Rückrunde, glaube ich, erkannt, dort die Lehren auch schon gezogen. Man hat dann ein klares System gespielt, man hatte nicht mehr so diese Personalwechsel und das hat sich dann aus meiner Sicht auch in den sportlichen Ergebnissen dann auch niedergeschlagen. Darüber hinaus müssen wir natürlich, wenn wir jetzt auf Sportliche weiterhin eingehen, natürlich an ein paar Punkten definitiv arbeiten. Ja, das ist natürlich die Defensive, wo wir zu viele Gegentore bekommen haben, dort noch mehr auch im taktischen Bereich zu arbeiten, aber grundsätzlich auch an Automatismen weiterzuarbeiten. Das betrifft auch das Spiel nach vorne, das betrifft das Umschalten. Darüber hinaus sind wir natürlich auch mit Viktor kritisch in die Diskussion gegangen, in die Analyse gegangen, dass er zu viel Energie auch in Bereiche außerhalb des Fußballs gesteckt hat. Und da hat er sich sehr glaubhaft versichert, dass er sich auch in Bereichen, wo er sich jetzt vielleicht nicht immer ganz glücklich auch verhalten hat, das betrifft natürlich auch das Verhältnis gegenüber den Medien, das wird auch ja, eine wichtige Aufgabe sein, dass wir einen gegenseitigen Respekt bekommen. Das ist keine Einbahnstraße. Das betrifft beide Richtungen. Da ist das Ziel, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wo Viktor Vertrauen spürt und ja, seine Stärken, die Stärken seines Trainerteams dann auch voll zur Geltung kommen.